Willkommen zurück bei Battlefield 3. Wir sind hier noch immer noch in einem scheiße großen Problem. Die Stadt wird von Erdbeben komplett zerstört. Und wir sind hier in dieser Garage eingesperrt gewesen. Oh, Vorsicht! Dreht er sich um? Was für ein Honk! Ah, Munition. Das ist gut. Aber da draußen doch, ist doch 100 pro noch einer, ne? Ja klar, ist doch klar, Mann. Ja, rück dich ab. Ja, rück dich mal. Du Bastard, ja. Steht kein Wort. Okay. Scheint sicher zu sein. Ja, dann los. Oh, ganz nett gemacht hier mit dem kaputten Auto und der Autohupe. Gehe zur Schule zurück, ist unsere Mission. Und was zum Geier geht denn jetzt ab? Verdammt, mich hat eine Panzerfaust fast geowned. Oh, und gerade kommt dieser epische Ton, der jedes Mal am Ende einer Runde im Multiplayer kommt. Oh, im Multiplayer kommt. Ich liebe dieses... Keine Ahnung warum, aber das animiert mich dann nochmal am Ende einer Runde nochmal richtig zu punkten und alles zu geben, um noch ein paar Punkte zu holen. Ja, yeah, die Granate hat mindestens einen getroffen. Den hat sie gestriffen. Die Sniper hat es erledigt. Warum bekomme ich eigentlich die Sniper, wenn ich auf Primärwaffe auswählen klicke? Ihr bleibt bitte liegen. What the? Wie geil. Gegen diese Gegner musste ich gar nichts machen. Das hat das Haus hier ganz von allein erledigt. Genau deshalb ist Battlefield 3 einfach nur geil. Weil es hier sowas zu sehen gibt. So. Ach, verdammt. Ja, komm ruhig raus. Komm. Oh, noch einer, oder? Ja. Zwei auf einen Schlag. Wunderschön. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kommt dann noch einer. Erstmal nachladen. Und dann gehen wir mal ganz vorsichtig hier in diesen dunklen Raum. Das ist schon wieder die Schule. Ich erkenne es wieder. Wir sind schon auf einem guten Weg zurück. So, Tür auf. Danke. Hier hat unser Freund einen anderen Freund ge... Keine Bewegung, du Pisser, Hände hoch. So. Heilige Scheiße. Blackburn, was bin ich froh, dich zu sehen. In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. Keine schlechte Idee. Ich wollte den gerade abknallen, aber es ging gerade nicht. Also ich habe schon auf Zielfernrohr gedrückt, aber irgendwie... Ist aber auch gut so, weil sonst wäre es Teambeschuss gewesen und wäre die Mission... Misfit, hier Misfit 1-3. Gefailed. Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne dieses Scheißgebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Na dann, lass uns gehen. Mach mal auf da. Ja, was ist das denn hier alles? Sekt? Schaut aus wie so eine riesen Sektflasche, aber ich sehe nichts, Mann. Nee, das ist Shisha. Oh Mann. Oder? 100 Pro, ich sehe doch den Schlauch da. Ja, ja. Ein paar meiner ehemaligen Freunde haben das immer gemacht, aber... Halt dich fest, einen Coup im Iran. Bei sowas bin ich noch nie mitgezogen. Ja, ja, die PLA ist doch nett. Hält uns immerhin bei Laune hier. Oh, Vorsicht, das ist das. Ach so, nur eine Lampe. Oh, aber da geht's trotzdem wieder ab. Schaut mal die Scheiße an. Uiuiuiui. Okay, lauf durch, 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 durch. Ist er im Auto da? Geh rein! Okay. Oh, ein schönes MG! Und jetzt Krabumski! Aber Vorsicht, Überhitzung. Und tschüss, mein Freund. Bäm! Immer noch dieses epische... Also ich meine jetzt nicht die Waffe, sondern die Musik im Hintergrund. Also diese Töne von Battlefield 3. Mann, 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 Mann. Den Online-Modus suchte ich momentan richtig derbe. Oh, oh, Granate. Wieso flackt der nicht endlich mal da vorne? Tut er ja immer noch nicht. Ich glaube, ich spinne, du. Mach mal einfach Zielfernrohr und dann bist du weg, du. Oder Zoom. Zielfernrohr ist ja falsch gesagt.
What the? Okay. Ja, wie kann ich jetzt das hier verlassen? Ich möchte zum Heli! Hallo! Oh, Panzerfaust. Wo denn? Was definiert der als 12 Uhr? Das ist halt jetzt die Frage. Ah, da drüben sind welche. Hinlegen! Bam! Oh, scheiße! Ich wurde getroffen. Verdammter Bullshit! Okay, Flucht, 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 Flucht. Ja! What the? Nein! Scheiße! Oh ja! Dieser Ton kommt immer, wenn eine Runde vorbei ist. Momentan spiele ich ganz gerne immer die kaspische Grenze mit dem Panzer. Also im Panzer bin ich echt gut, Mann. Ohne mich jetzt selbst zu loben, was ich aber gerade getan habe. Nee, aber im Panzer mache ich schon viele Punkte. Die anderen, auf der Jagd, neue Mission. Die anderen Dinger lasse ich lieber stehen. Also Heli und Jet kann ich echt gar nicht. Unterbrechen Sie mich, wenn ich mich irre. Farouk al-Bashir und die PLA wollen am Tag des Erdbebens die Macht im Iran an sich reißen. Sie werden zu einer Bedrohung. Ein paar Wochen später schicken wir 50.000 Marines, um al-Bashir auszuschalten. Wir ziehen im Iran in den Krieg. Wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von al-Bashir? Geht's auch präziser? Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission. Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Teheran. Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen. Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin. Sie? Kenn ich nicht. Als ihr einmarschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf al-Bashir. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Commander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten, aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Mehrabad. Was? Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo al-Bashir ist. Verdammt, gerade sage ich's noch. Also, ich kann nicht fliegen. Ich mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst. Bullshit, und scheinbar spielen wir jetzt auch nicht mehr Black, sondern eine Frau. Hawkins. Und wenn ihr es vielleicht gemerkt habt... So ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arsch-Zugkneif-Skala. Hab gerade eine schöne Möglichkeit gefunden, den Ton bei den... bei den Sequenzen höher zu stellen. Und ich muss staunen. Selbst mit Grafik, die auf Mittel eingestellt ist, sieht das hier wieder richtig episch aus. Farouk al-Bashir wird heute echt einen beschissenen Tag haben. Okay, dann mal los! Oh Mann, muss ich jetzt echt fliegen oder was? Ich habe nicht mal die Einstellungen richtig, also die Steuerung. Ich kann's gar nicht. Ich kann nur Panzer. Den Rest probiere ich gar nicht mehr. Ach Gott. Ach so, schon mal muss ich nur schießen. Der andere fliegt ja, Gott sei Dank. Wow, okay. Achso. Drücke E, um den Kabinenschacht zu schließen. Oui. Cool. Schacht 4-6, Inset Nummer 2. Schacht 4-6, verstanden. Bisschen schmutzig, aber sonst. Okay, weiter im Text. Tipp die Bremsen an und überprüf Klappen und Vorflügel. Du hast den Grill, Hawkins. Klappen und Vorflügel links. Oh Gott, müssen wir jetzt beim TÜV etwa dabei sein, oder was? Überprüf die Klappen und Leitwerke links. Okay. Boah, passt schon. Systemcheck Waffen, initialisiere HMD Visier. Ja.
Hat grünes Licht vor. Wechsel zu Geschütz. Okay. Alles klar. Auf zwei Raketen, auf eins Leichtmaschinengewehr. Ja, ja, alles klar. Was? Gegenmaßnahmen. Ach, das ist, glaube ich, so ein Schutzmechanismus. Wie beim Panzer der Rauch. Okay, dann würde ich sagen... Let's fly! Wie geil! Und abgehoben! Flug nach Teheran! Eieiei, guck mal da! Ist das nicht schön? So, aber jetzt aufpassen. Jetzt wird es hier gleich eine Schlacht in der Luft geben. Da gehe ich definitiv von aus. Ich stell mal aufs Schießen um. Nicht mehr die Raketen. Hallöchen. Alles klar. Schöne Flugeinheit hier. Schöne Show. Aber ich glaube, wir sind im Einsatz. Also los. Schießen darf ich auch noch nicht. Oh oh. Ein Gewitter oder sowas. Ich hoffe, wir stürzen nicht ab. Hm? Ich höre gerade eben nichts mehr. Kein Motor, kein gar nichts. Passt aber alles. Gut. Passt alle? Boah, scheiße. Jetzt geht's los. Komm her, Mann, komm her, Mann. Nun haben wir den Angriffsbefehl erhalten. Hi. Ja und, dann flieg doch einfach runter. Mach einen Looping. Gutes. Ja, wobei für einen Looping sollte er ja dann hochfliegen. Aber vielleicht erstmal runter, dann ausweichen. Schön hoch. Genau wie er abbremsen. Oh oh. Gegenmaßnahmen. Schnell. Schutz. Oh, und ausweichen. Er macht nämlich gerade den Zielsuch. Und will wahrscheinlich eine Verfolgungsrakete auf meinen Jet setzen. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut verhindert. Leider bin ich jetzt hier, glaube ich, auch ein bisschen eingeschränkt. Schalte den feindlichen Jäger aus. Okay, jetzt darf ich offiziell wahrscheinlich auch schießen, richtig. Na gut, dann komm her, du Bastard. Ich knall dich nach unten. Ich glaube, das war ein Treffer. Tschüssi. Not bad, oder? Oh, da kommt noch einer. Ich sehe dich mal. Bist du das, du Spast? Ah, den habe ich leider nicht. Vielleicht sollte ich auch auf Raketen umschalten, wenn er das nächste Mal kommen sollte. Mal sehen.
weiß halt jetzt auch nicht, wer der Gegner ist und wer der Freund ist. Das wird mir hier leider nicht angezeigt. Ah, doch, wird's schon. Na dann, lass mal ihn kommen, lass mal ihn kommen, lass mal ihn kommen. Und jetzt die Rakete abschießen. Ich glaube, das war keine so gute Rakete. Jetzt aber vielleicht nochmal eine. Komm schon, schieß. Fuck. Doch, die hat getroffen. Die hat getroffen. Der nächste, bitte. Scheiße. Wir werden Ziel erfasst. Ausweichen. Weg, 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 weg. Aus dem Ziel raus. Aus dem Ziel raus. Wurden wir getroffen? Ich glaube nicht. Ja, wir sehen nicht. Das ist genau das Problem. Wo ist der Typ denn? Was? Nimm den! Fuck. Und dann eben die Rakete. Die ihn leider nicht getroffen hat. Und schieß mal nochmal ein bisschen. Verdammt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr verwirrend hier, aber wir kriegen das schon gebacken. Sag mal, du gehst mir jetzt aber schon ein bisschen auf den Sack, also nimm die Rakete und tschüssi! Da zu zielen ist wirklich nicht einfach. Ich muss auch ein bisschen vorausschießen schon, das ist auch noch hinter mir. Oder unter mir. Das ist natürlich schlecht. Zwei sind sogar hinter mir. Das macht die Sache nicht unbedingt leichter. Deshalb weichen wir jetzt hier mal ganz gekonnt aus. Naja, ich wusste halt, dass ich nicht gut fliegen kann. Auch wenn ich nicht selber fliege, aber geschossen und so weiter habe ich im Jet auch noch nicht. Ich habe schon gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Ich auf andere Dinge spezialisiert im Online-Modus. Ach, verdammt, ey. Ja, machen wir, machen wir, machen wir. Jetzt komm, verpiss dich endlich, verpiss dich endlich. Das ist doch ein Scherz. Alter Schwede. Die trifft einfach nicht. Am Anfang war es so gut, aber inzwischen läuft es einfach nicht. Das ist ein Scherz, Mann. Oh, ganz knapp. Ganz knapp gestriffen. Aber wir haben noch eine. Komm schon. Schalt ihn aus. Jetzt ist er weg. Und nun? Das aktuelle Ziel ist erfüllt, aber was nun? Hinter uns ist jemand. Oh, oh. Nein. Das ist unser Freund. Glaube ich. Aber jetzt kommt eine Radarwarnung. Ja. Da hinten. Das ist schlecht. Aber lieber er als wir. Wir verteidigen im nächsten Part.